nur mehr Eskersturm. Nur mehr Eskersturm. Nur mehr Eskersturm. Nur mehr Eskersturm. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und unser SK-Sturm hat im Moment das Gold am Stiefel kleben. 2:1 Auswärtssieg in Hütteldorf. Der 5. Sieg im 5. Saisonspiel ist eingetütet und verpackt mit Schleifchen drauf. Auch Rapid konnte den Erfolgslauf nicht aufhalten und somit sind unsere Blackies weiterhin Tabellenführer in der österreichischen Bundesliga. Ohne Punkteverlust, was soll man sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Man hat das recht souverän gemacht, wie ich finde. Für ein Auswärtsspiel war die Leistung auf jeden Fall mehr als okay. War fußballerisch nicht immer ein Leckerbissen, aber im Endeffekt hat man die Hütteldorfer in die Schranken gewiesen und das ist auf jeden Fall immer etwas sehr Erfreuliches. Zum Spiel selber. Unsere Blackies, naja, die ersten 10 Minuten vielleicht ein bisschen verschlafen. Die erste Chance, die gab es für Rapid durch Luis Schaub. Steffen Hoffmann fängt einen Ball von Koch ab, der erst eben den Fehlpass spielt. Hoffmann dann auf Schaub. Schaub will da zurückspielen auf Hoffmann. Der Ball ein bisschen schlecht gespielt. Unsere Defensive da auch nicht so wahnsinnig souverän, um es mal so zu sagen. Der Ball landet im Endeffekt dann wieder bei Schaub und der scheitert an Siebenhandl aus kurzer Distanz. Rapid durchaus bemüht in den ersten Minuten. Mit dem 1:0 für unsere Blackies war das Ganze dann aber auch schnell wieder vom Tisch. Rapid mit einem Fehlpass, der wird abgefangen von Husbeck, der weiter auf Schul, Peter Schul, dann mit einem richtig schönen Pass in die Schnittstelle auf Thorsten Röcher, der auch richtig gut startet. Röcher legt dann noch einmal quer auf Danny Allard und der Ex-Rapidler trifft dann gegen die Hütteldorfer zum 1:0 in Minute 17 für unsere Blackies. Das hat Rapid dann doch so ziemlich nicht nur die Nerven, sondern auch, wie soll ich sagen, das generell das Spielverständnis dann ein bisschen gekostet. Also die haben sich von diesem 0:1 nicht wirklich erholt. Unsere Blackies im ersten Durchgang nicht oft vorne, aber wenn, dann waren sie gefährlicher meines Erachtens nach als die Hütteldorfer. Man hätte auch das 2:0 gut und gerne erzielen können. Nach einem Zuspiel von Hierländer war es, glaube ich, Husbeck, dessen Abschluss ein bisschen zu ungenau war. Oder vielleicht war es auch Daniel Lahr, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ist jetzt auch nicht so wichtig. Im Endeffekt geht Sturm mit dem 1:0 verdient in die Pause, wie ich finde. Im zweiten Durchgang legen unsere Blackies dann auch bald nach Seitenwechsel wieder nach. Der für mich wirklich überragende Peter Schul zusammen mit Thorsten Röcher, der beste Akteur in Schwarz-Weiß oder die beiden besten Akteure in Schwarz-Weiß, bekommt den Ball, lässt wunderbar seinen Gegenspieler alt aussehen im 1-gegen-1-Duell. Schöne Ballverarbeitung und da natürlich punktgenau das Zuspiel auf Stefan Hierländer bei der Seitenverlagerung. Der ist auch im 1-gegen-1 gegen Schrammel richtig, richtig stark, lässt den ausschauen wie einen Schülerjungen und dann kommt die Flanke eben auf den Kopf vom ehemaligen Mattersburger Thorsten Röcher und der trifft in der 53. Spielminute zum 2:0 für unsere Blackies. Man dachte natürlich vielleicht einen Moment lang, das könnte die Vorentscheidung sein, aber wie wir alle wissen, sind unsere Blackies auch bekannt dafür, dass sie eben die Spielstände immer wieder knapp werden lassen und dass man natürlich die Spannung hochhalten möchte, damit es so aussieht, als ob der Gegner auch eine realistische Chance hat zu punkten. So hat man auch gütigerweise Rapid das Anschlusstor erzielen lassen. Lyko Giannis, der so tut, als ob er sich einpacken lässt gegen Schuelton, der in der Pause eingewechselt wurde, der dann mit der Hereingabe auf Auer und der steht dann eben am langen Pfosten und trifft zum 1:2 Anschlusstreffer nach genau einer Stunde für die Rapidler. Rapid dann durchaus mit einer, nennen wir es mal, Druckphase. Ich fand trotzdem, auch wenn die Rapidler natürlich dann mehr Möglichkeiten hatten, dass nichts so 1100%ig Konkretes da dabei war. Also deswegen, ich bin da nicht so extrem angeschwitzt. Die meiste Zeit zumindest. Sturm hätte ja auch durchaus Möglichkeiten gehabt, da man natürlich mehr Räume dann auch vorgefunden hat auf Kontermöglichkeiten, beziehungsweise auf das 3:1. Husbeck mit zwei guten Möglichkeiten, die er leider nicht wirklich konsequent abschließen konnte. Im Endeffekt hatte Rapid dann eine richtig dicke Chance noch, die Gott sei Dank aber erst im Nachhinein überreißend abgepfiffen worden war aufgrund von Abseits. Schwab bekommt im 16er den Ball, spielt nochmal quer auf Schaub und der aus
5 Metern vielleicht, haut den am leeren Tor nicht vorbei, sondern drüber, über das leere Tor, weit und breit kein Gegenspieler, kein Tormann, gar nichts mehr, und der versemmelt das, auch wenn das Tor sowieso nicht gezählt hätte. Also sowas musst du mal verhauen, und das ist im Moment so ein bisschen das Sinnbild. Also bei Rapid geht gerade nichts, bei Sturm läuft natürlich auch alles, aber unverdient war der Sieg allemal nicht, also so viel mal sicher. Ich kann auch wirklich nur positiv darüber über die Jungs reden. Also allein wenn man die Möglichkeiten und die Räume hatte, hat man das auch spielerisch sehr gut immer versucht zu lösen. Also ich bin da wirklich sehr begeistert im Moment von der Mannschaft. Man hat auch eine herausragende Zweikampfquote gehabt. 59% gewonnener Zweikämpfe. Das kann sich bei einem Auswärtsspiel auf alle Fälle sehen lassen. Man hat Rapid also wirklich regelrecht den Schneid abgekauft. Und ist dann am Ende mit diesem Auswärtsdreier auch regelkonform belohnt worden. Im Endeffekt, Sturm also weiterhin Spitzenreiter in Österreich. Der nächste Gegner steht ja auch schon bald auf der Matte. Da kommen nämlich die Dosen aus Salzburg nach Liebenau nächsten Sonntag. Das wird auch ein heißes Duell. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein volles Haus. Hat sich die Mannschaft definitiv verdient. Und ich kann da auch nur mehr sagen, in dem Sinne, ich verabschiede mich. Also ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr freut euch da auch, und die Mannschaft, ganz großes Lob nochmal an mir, von mir an der Stelle. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durcheinander. Aber egal, im Endeffekt, auf die Schwarzen, euer Elias, und bis dann. Ciao, ciao.